Seid gegrüßt, liebe Ragnarok-Spieler. Ja, wir befinden uns hier auf der Hearty-Map. Und natürlich, was macht man da so auf so eine schöne Hearty-Map? Ne, wir werden hier nicht den Schnee wegmachen oder sonst was. Wir werden natürlich den guten alten Hearty besuchen, beziehungsweise Garmen, man nennt ihn auch so oder so. Nicht nur das werden wir heute machen, es gibt auch kleine Informationen, die ich nach dem Kampf dann auf jeden Fall mal sagen werde. Aber auf jeden Fall gehen wir erstmal hier ins Getümmel. Der wird ein bisschen schwierig sein, der ist nicht so ohne, gerade mit Nasser Sin wird das ein bisschen tückisch sein. Weil ich jetzt selber, sag ich mal, circa einen Monat auch nicht gespielt habe, fast über einen Monat, dann ist man ein bisschen aus dem Rhythmus raus, aber dennoch sollte das, jetzt überlege ich gerade, okay, das passt, wo ist er jetzt, der war irgendwo hier, da oben ist er, ach so, ja, genau. Natürlich kann ich Dings nicht benutzen, weil jenes nicht klappt. Und zwar, das klappt ja ohne. Jetzt, let's go. Komm, machen wir hier einen schnellen Prozess. Würde ich mich sehr freuen, mein lieber Freund. Also hier ohne Unfrozen soll man gar nicht antreten, ne? Da braucht man überhaupt nicht die Map hier besuchen. Da muss man schon hier eine Unfrozen dabei haben. Weil der Typ, wie man schön sehen kann, macht sehr oft Stormgast. Nicht nur das, er macht auch andere nervige Sachen. Aber Stormgast ist das Nervigste, was jetzt hier so eigentlich ist. So, komm. Ja, der schleudert uns immer weg. Aber wir bleiben noch dran, das ist kein Problem. Wir hauen erstmal Hearty weg. Den habe ich gar nicht auf der Liste gehabt, ne? Den habe ich irgendwie total vergessen oder... Ich weiß nicht. Ich habe den öfters selber gemacht, ne? Klar. Aber irgendwie voll vergessen. Den guten Mann hier. So, ich muss auch gleich weg. Mein Hallowalk ist weg. Hallowalk weg! Der heilt sich gerne, der Ganove. So, komm runter, mein Freund. Komm runter. So. So, Hallowalk erstmal hier mal ein bisschen. Ja, die Cooldown-Zeit nervt, ne? Ich sehe das PD echt im Keller. Kann man sich wie eine Schnecke hier einfach bewegen. Bringt nichts. Ja, seit Monat gab es keine Ragnarok-Videos. Das werde ich dann später auch erklären, warum, weshalb, wieso. Aber erstmal müssen wir hier den guten Mann hier erstmal killen. Und das kriegen wir ja nur... indem wir angreifen, natürlich. So. Komm, greif doch an. Sei doch nicht so schüchtern. Ja, genau. Hau drauf. Jetzt könnte eigentlich ein Sniper vorbeikommen. Mir einfach den Mob hier, beziehungsweise den guten Kerl hier killen. Aber dennoch werde ich MVP so oder so. Nur das Problem ist, ich darf nicht sterben und ich habe jetzt nur... Ah, okay, passt. Sehr schön. Passt doch. Ja, das war Hearty. So schnell kann es gehen. Manchmal wird es ein bisschen kritisch, wenn hier noch ein bisschen Besuch rumläuft, ne? Zum Beispiel ein Sniper, beziehungsweise ein Ranger. Macht das gerne, indem er sogar aus dem Blickwinkel weg ist, ne? Das ist zwar nicht erlaubt, ne? Aber, ja, gibt's halt auch, ne? Da kann man nichts machen. Egal. Fakt ist, ja, zum Thema, warum gab es jetzt einen Monat keine Videos mehr? Das liegt daran, dass ich sehr viele andere Projekte jetzt auf meinem Kanal habe. Und da muss ich gucken, wie ich das ganze Kind geschaukelt bekomme, weil das wird ein bisschen schwierig. Wird auf jeden Fall sehr viel, denn ich mache das alles alleine und dann kommt ja noch mein Beruf dazu. Deswegen wird das immer ein bisschen enger die Zeit. Aber dennoch will ich... sag ich mal, einmal pro Woche mal ein Ragnarok-Video rausbringen. Das ist halt mein Ziel. Ist noch immer da das Ziel, keine Angst. Nur, die andere Sache ist die, ihr könnt gerne mal sagen, was ihr sehen möchtet. Ne? Ich muss mir jedes Mal überlegen, oh, was soll ich jetzt zeigen? Fast alle MVPs habe ich schon durch. Gut, die ganz großen habe ich nicht, aber da könnte man halt eine Party machen, würde ich mal sagen. Ne? Also nur eine kleine Party, wo man halt gemeinsam drauf geht. Ifrit zum Beispiel. Kann man auf jeden Fall eine kleine Party machen. Oder halt Endless Tower, ne? Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Leute, wie sieht's mit Endless Tower aus? Haben sich auch bis jetzt keine gemeldet, ne? Also kein Mensch hat sich da gemeldet.
Finde ich schade. Auf jeden Fall könnt ihr unter dem Video hier mal posten. Auch mit eurer Gilde. Ist mir eigentlich egal, mit welcher Gilde oder mit welcher Party oder sonst was. Ich komme mit jedem klar. Einfach mal posten, dann machen wir ein schönes Video draus. Und dann gibt es wieder sehr viel Material. Und ja, demnächst werde ich mich ein bisschen auf die Quests mal wissen fixieren. Es gibt schöne Quests, die man gerne ja machen kann, auf jeden Fall. Die werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Jo, was hat sich in diesem Monat so getan in Ragnarok? Eigentlich vieles. Ich habe ein Double XP verpasst, leider. Hat die Zeit leider nicht, hat leider keine Zeit für Double XP. Im iShop selber hat sich ja nicht so viel verändert. Es gibt eine Quest, ich weiß gar nicht, ob die noch immer im Umlauf ist, wo man halt so eine Super Saiyajin Frisur haben kann. Ich habe jetzt mal hier geguckt, ob man das kaufen kann, leider nicht. War irgendeine Quest, hab ich natürlich auch verpasst. Ja, für diejenigen, die sagen, so, oh klar, ich habe die Quest schon tausendmal gemacht oder die kann man noch immer machen, schreibt es einfach unter dem Video, würde mich gerne interessieren, denn dann würde ich die selber machen. Ich finde die Super Saiyajin Frisur eigentlich ziemlich geil, weil sie leuchtet noch dazu, ne? Finde ich eigentlich ganz nice. Ne? Gut, ja, gehen wir mal ein bisschen woanders und zwar Geffen. Nein, doch, kann man ja auch drüber. Nur ein bisschen kompliziert, oder? Moment. Ach. Was? Ich will mit dir nicht reden. Jo. So, Moment, gehen wir mal kurz hier. Ich will eigentlich Orc Hero und so ein Kram mal besuchen. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Oh, jetzt hab ich's. Ja. Egal, komm. Go, go, go. Ja, ich kriege sehr viele Anfragen. Hey, Sakati, mach mal bitte ein weiteres Video. Klar, mache ich gerne. Nur, wie gesagt, größere Sachen kann ich nicht alleine machen mit einem Cynix. Also mit GX. Kann ich leider nicht machen. Da brauche ich halt ein bisschen Verstärkung für größere Projekte. Wie Endless Tower oder größere MVPs. Vielleicht auch eine Kill Quest. Würde ich auch gern machen. Aber alleine Kill Quest ist bescheuert. Ne? Also, ich glaube, das geht ja nicht mal. Ich glaube, da braucht man sogar Leute dafür. Ich weiß nicht, das ist schon sehr, sehr lange her, wo ich die Quest gemacht habe. So. So, Orc Dungeon gehen wir mal kurz. Der ist meistens schon gelegt worden. Ich habe hier gerade eben schon mal jemanden gesehen, der hier rumgurkt. Deswegen gehen wir mal fix zu der anderen Map. Und zwar zum Orc Hero gehen wir natürlich. Ah, ich wollte eigentlich zum Orc Lord. Aber der ist meistens tot. Und ich habe auch vor circa 10 Minuten auch einen Bomber gesehen, der hier rumgelatscht ist. Deswegen gehen wir mal schnell zu der anderen Map. Der wird nicht so oft gekillt, weil er eigentlich auch low ist. Ne? Also wirklich, das ist einer der schwächsten MVPs hier, Orc Hero. Wirklich, einer der schwächsten. Ich glaube, hat 200.000 HP oder so. Irgendwas in diesem Dreh. Gar nichts ist das. So, gehen wir rüber. Ich finde generell, Hati, ne? Haben wir jetzt gerade erledigt. Finde ich generell sehr... Ja, ich würde nicht sagen sehr easy, hängt immer von der Klasse ab, aber ist viel, viel einfacher als Stormy Knight. Also Stormy Knight macht mir immer wieder Sorgen. Den kriegt man nicht so schnell down. Der hat sehr gerne, macht er schöne Skills, wo der einfach mal 10k raushaut. Und dann hat man ein bisschen Probleme, ne? So ein bisschen. So, gehen wir mal raus hier. Ich hoffe mal, ich finde den sofort. Wäre ganz schön fürs Video. Aber meistens habe ich nicht Glück. Ich würde auch gerne Amoral mal zeigen, aber der wird permanent gebombt da. Da kann man nicht mal verhandeln oder so. Dass man sagt, hier Leute, ich will mal einmal für eine Let's Play-Folge einfach mal das Viech killen. Ich könnte von mir aus das Loot haben. Außer wenn eine Karte droppt, das geht natürlich auf mein Konto. Nee, aber trotzdem, nee. Das geht nicht. Die kommen online, ne? Als wäre das irgendein Bot oder so. Keine Ahnung. Zack, Ding tot, fertig. Ausloggen. So einfach geht das. Ratzfatz, da wird nicht hier geredet, ne? Verhandelt. Da wird einfach gehandelt. So. Ja. Mal durchwingen hier durch die ganze Map. Vielleicht finden wir es. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, das Ganze hat sich hier auch. Nee, Quatsch, hier war der immer, ne? Hier war Orc Hero immer. Nur die Map, wo wir gerade waren und dann halt eine Map nach links. Los. Da gibt es leider die Map nicht mehr. Die ist weg. Die ist futsch. Hat jemand radiert. So, hier kann man gern fragen. Fragen, ob
MVP irgendwo gesichtet ist. Natürlich, das kennt man halt. Oh, ich liebe es. Wenn ich generell so, sag ich mal, am Wochenende MVP hunten gehe mit einem Kollegen, ist das auch immer so. Selten wird gesagt oder geholfen oder sonst was. Weiß nicht wieso. Sie kann es sowieso erst nicht legen. So, er sieht schlecht aus. Ich habe leider jetzt nicht viele Flywings hier dabei. Hätte ich mal ein paar Flywings mitgenommen noch. Die restlichen habe ich ja weggeschmissen, weil ich OW hatte. Naja, deswegen konnte ich keine EDP benutzen. Ja, das war's mit den Flywings erstmal. Egal, gehen wir mal grob hier mal drüber die Map, ne? Und wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, was man hier so gerne machen kann, einfach unter dem Video posten. Ich schaue es mir an. Am besten auch etwas mit einer Gruppe, wo es schon fest ist. Wo ich jetzt nicht großartig die Leute suchen muss. Das wird schwierig. Denn dafür habe ich nicht so die Zeit, dass ich jetzt hier online gehe und halt stundenlang die Leute suchen kann. Das wäre ein bisschen schwierig. Aber ich bin offen für alles. Also man kann durchaus jeden Quatsch machen, wo halt ein Assassin auch passt, ne? Reinpasst. Muss man auch bedenken, dass er jetzt, sag ich mal, nicht für ja jede Sache geeignet ist. Die eine oder andere geht, klar, aber nicht jede Sache. Und ich muss demnächst mit der Staffel 2 weiter anfangen. Also da wurde auch gefragt, hey, sag, hat er was mit der zweiten Staffel los? Hast du den Hunter angefangen? Hast du ihn jetzt fertig? Nö, der ist jetzt Level 99, der Hunter, ne? Der chillt jetzt auf sein Level noch. Und Großartiges macht er auch nicht. Ich muss eine Videogeburt machen. Aber dafür muss ich erstmal die Quest machen. Die wird auch mal ein bisschen wieder Zeit fressen. Aber da muss man immer das passende Geld haben. Das heißt, ich muss Geld hin und her, ja, andealen. Und ja, ist halt ein bisschen ein kleiner Aufwand auch dabei. Das mache ich wahrscheinlich am Wochenende. Dann geht es halt natürlich auch mit der zweiten Staffel weiter. Die ist jetzt nicht beendet oder sonst was. Natürlich geht es damit auch weiter. Ne? Da wird es ein bisschen einfacher sein mit einem Füllmaterial, weil, jo, man muss halt den Char hochleveln. Der Char hier ist hier maximal. Mit dem Char habe ich fast alle MVPs durch, auch sehr starke MVPs. Ja, da fehlen jetzt ein paar große MVPs, die man halt alleine nicht killen kann. Da braucht man halt eine schöne Party, die auch weiß, wie man es killt. Und, jo, da kann man das auf jeden Fall auch aufnehmen, ne? Ist auch was Schönes, sag ich mal, für diejenigen, die auch mitmachen. Die können, ja, den eigenen Char hier im Video auch sehen. Ist ja auch ein gut besuchtes Let's Play Video, Projekt, muss ich schon sagen, ne? Also, ganz am Anfang war es ein bisschen stockend, aber jetzt, ja, ist es eigentlich ganz okay. Kann man sich nicht beschweren. Gut, sieht irgendwie schlecht aus. Ich will jetzt ja auch nicht stundenlang suchen nach Orc Hero, weil so imbar ist er und wichtig ist er nicht. Die Karte ist eigentlich nicht mehr so schlecht, aber wiederum, ja, es gibt die Gimini-Karte zum Beispiel, ne? Und halt andere Sachen, die man eigentlich benutzen kann für Stun. Aber man muss immer das so gucken. Man spart halt woanders, ne? Dafür muss man dann in eine Kopfbedeckung die Karte reintun. Das ist immer so eine, ja, so eine Perfektion. Perfektion. Also wenn man irgendwas Perfektes erreichen will und gerade die Karte noch fehlt fürs WoW-Spiel oder sonst was. Ja, dann braucht man die halt, ne? So, ne, sieht schlecht aus. Kann durchaus sein, dass er irgendwo hier ist. Aber ich sehe da auch den Stein nicht, ne? Ist auch so ein Faktor. Ich sehe irgendwie jedes Mal den TKM-Gedöns hier. Der mir nicht sagen will, wo das gute alte MVP ist. Naja. Was willst du machen, ne? Was willst du machen? So, ich gehe mal jetzt hier nochmal einmal kurz runter so durch. Oh, hier versammelt sich eine Menge Müll. Eine Menge Müll. Da muss ich noch eine Map weiter. Ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen verwirrt. Wie gesagt, ein Monat schon Pause. In Ragnarok. Das eine und das andere schon ein bisschen verschwommen. Aber nicht vergessen. Ne, nee, das ist auf jeden Fall die Map hier. Ich gehe mal kurz eine Map raus. Ich will mal gucken, wie die aussieht. Nicht, dass ich doch auf der falschen Map. Aber doch, hier war ich schon öfters. Hatte ich mal eine MVP tun. Und wenn ich gerade Puffer hatte, habe ich immer so Orc Hero oder Orc Lord gekillt. Wenn man halt so kleine Wartezeiten hat, kann man ja nebenbei noch was anderes killen. Nee, das war die richtige Map schon. Gut, ja, Pech.
Irgendwo hat er sich wahrscheinlich versteckt oder der Stein hat sich irgendwo versteckt, man weiß es nicht. Ist ja auch nicht so wild, wie gesagt, nicht auch so wichtig. Ja, dann würde ich erstmal die Folge hier beenden. Wie gesagt, mal wieder ein neues MVP hier kennengelernt, mal wieder weggeklatscht. Denkt dran, Barati, immer eine Unfrozen benutzen. Ohne Unfrozen würde ich da auch nicht hingehen. Sonst hat man ein kleines Problem, ne? Gut, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder sonst was, einfach unter dem Video posten. Ich beantworte schnell auch jede Frage. Und wenn ihr Vorschläge habt, was man so gerne noch, was ihr gerne sehen wollt, einfach unter dem Video posten, ne? Dann kann ich mir das angucken und dann kann man was vereinbaren, einen kleinen Termin, vielleicht im Teamspeak uns kurz treffen oder sonst was. Und dann kann es direkt losgehen, ne? Gut, wie gesagt, das war's erstmal und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin, euer Sakati S.